Hallo ihr Lieben! Hallo! Herzlich willkommen zu unserer Sonntags-Challenge von Do It Yourself Inspiration. Und ja, ihr habt wieder abgestimmt letzte Woche in unserer App und ihr habt euch mal wieder für einen absoluten Klassiker entschieden. Überraschung für die beste Freundin, also für uns gegenseitig. Das hatten wir schon häufiger. Ja. Sind natürlich immer auch coole Ideen, die man vielleicht so zum Geburtstag für die beste Freundin benutzen kann. Oder einfach so nebenher, ja, genau, als kleine Überraschung. Und los geht's! Viel Spaß! Bei meiner Überraschung für Kathi geht es um eine Einladung zum Eisessen. Dabei habe ich mich von diesem Becher hier inspirieren lassen. Eigentlich denke ich, ist es ein Trinkbecher, aber man kann bestimmt auch schönes Eis daraus essen. Und das Muster ist natürlich absolut fantastisch. Richtig coole Himbeeren. Deswegen habe ich hier auch extra Himbeereis dazu geschrieben. Die Einladung rolle ich jetzt ganz eng zusammen und die wird gleich oben in den Becher hineingesteckt. Ihr habt euch vielleicht schon gefragt, wofür ich das Papier hier habe. Das ist eigentlich so Füll- oder so Schutzpapier. Da war eigentlich Geschirr drin eingeschlagen, das ich gekauft hatte. Und das benutze ich jetzt, um Eis zu simulieren. Also daraus werden Bälle geformt, Papierkugeln. Und die kommen dann als Eiskugeln hier in den Becher hinein. Vorher binde ich noch die kleine Einladung hier einmal gut zusammen. So eine kleine Schleife drauf binden. Und fertig ist die kleine Einladung. Eis essen kann man sogar noch richtig schön lesen. Und ich mache jetzt meine Eiskugeln. Erstmal ein bisschen Füllmaterial unten rein. Dazu kommt hier jetzt an die Seite die kleine Einladung. Ich gebe sie mal so rein, dass man Eis wirklich auch noch lesen kann. Und ich schaue mal, ob ich noch eine kleine Süßigkeit finde, die ich auch noch dazu stecken kann. Und ich stecke jetzt einfach noch so eine kleine Jogurette dazu. Also Papier-Himbeereis mit einer Einladung zum Himbeereisessen. Vielleicht sogar, um gemeinsam Himbeereis selber zu machen. Und eine kleine Süßigkeit dabei. Das ist meine Überraschung für Kathi und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich werde für Eva und mich Freundschaftsketten oder Freundschaftsanhänger basteln. Und dafür habe ich Silclay in allen möglichen Regenbogenfarben. Ich habe Formclay in rosa Glitzer. Außerdem hier, das ist so aus dem Bastelladen, aus der Schmuckabteilung. Damit kann man sich das Ganze befestigen und dann hat man hier auch eine Möglichkeit, so einen Haken dran zu befestigen mit Silclay. Man kann da natürlich auch ein Loch oder so reinmachen, aber das kann auch mal ausreißen. Also ich denke, das ist hiermit ein bisschen praktischer. Ich habe außerdem noch eine Schere und noch einen schwarzen Permanentmarker. Als erstes habe ich mir von jeder Silclay-Farbe so eine kleine Portion genommen, immer ungefähr die gleiche Portion und die rolle ich erstmal zu einer Kugel zusammen und dann rolle ich das Ganze zu so einem kleinen Streifen. Und das mache ich mit jeder Farbe. Der Streifen sollte möglichst gleichmäßig sein, also nicht an einer Stelle ganz dick, an der anderen Stelle dünn, sondern so schön ungefähr gleich. So, ich habe die jetzt alle gleichmäßig ausgerollt und da sieht man, bei manchen hatte ich doch eine etwas größere Portion, aber das ist nicht schlimm. Die lege ich jetzt erstmal alle so aneinander in der Regenbogenreihenfolge. Und ich forme das Ganze zu einem Regenbogen. Hier ist es jetzt ja ein bisschen länger, das schneide ich einfach ab. Hier auch, damit es eine schöne gerade Kante ergibt. Und jetzt forme ich das noch ein bisschen weiter, dass es auch alles schön aussieht. Ich mache das auch noch ein bisschen platter so. Mit dem Glitzerformclay forme ich jetzt immer noch ein kleines Herzchen. Und das kommt hier so an die Seiten. Das eine wird der eine Anhänger, das andere der andere. Und in der Mitte muss ich das jetzt noch einmal durchtrennen. Das mache ich auch mit der Schere. Man kann das entweder so im Zickzackmuster, sodass man das dann wirklich richtig aneinander halten muss. Oder man kann zum Beispiel auch so einmal bis zur Mitte und so. Dann kann man hinter die Freundschaftsketten so aneinander halten und weiß, dieser Regenbogen gehört zusammen. Das muss natürlich jetzt erstmal gut trocknen. Silclay ist ja erstmal weich und wird mit der Zeit, härtet das mit der Luft aus und wird dann hart. Und hier kommen dann hinter noch die kleinen Anhänger dran und ich glaube, das wird echt süß. Aber jetzt erstmal trocknen lassen.
Der Anhänger wird hier verbunden durch den Ring mit diesem kleinen Metallteil und ich biege das immer mit der Schere zu. Einfach so hier einmal zusammenquetschen. Das ist dann fest und das kann man jetzt am Regenbogen oben einmal festkneifen. Also einfach hier oben dran setzen und zusammendrücken oder auch da kann man auch mit der Schere ein bisschen nachhelfen oder mit einer kleinen Zange. Und meine Regenbögen sind fertig. Ihr seht, ich habe mir noch ein bisschen was ausgedacht. Einmal habe ich euch ja schon gezeigt, habe ich hier den Permanentstift. Damit habe ich so ein kleines Kawaii-Gesicht noch drauf gemalt. Ich finde, das sieht einfach richtig süß aus. In die Augen habe ich noch ein bisschen Silk Clay in Weiß gemacht, also einen kleinen weißen Punkt, damit die Augen einfach einen kleinen Glanz und ein bisschen strahlender sind. Und ihr seht ja hier die kleinen Herzchen, da habe ich einfach so ein Herzchen-Nagellack noch drauf gestrichen. Also man kann das schön noch ein bisschen dekorieren mit ein bisschen Nagellack. Vielleicht habt ihr Glitzer-Nagellack oder auch so wie ich mit so kleinen Herzen. Ich finde, das sieht richtig, richtig süß aus. Natürlich auch nochmal gut trocknen lassen und dann kann man schon den Anhänger der besten Freundin schenken. Und zum Verschenken habe ich natürlich auch noch einen Vorschlag. Man kann mir ja vielleicht noch eine schöne Karte basteln. Unsere Freundschaft ist bunt wie ein Regenbogen. Oder vielleicht fällt euch auch noch ein guter Spruch ein, der zur besten Freundin passt. Entweder klebt man dann nur den einen Anhänger drauf und schreibt, ich habe den anderen, unsere beiden Regenbögen gehören zusammen. Oder man klebt eben so beide drauf und dann kann jede hinter einen Anhänger an einen Schlüssel oder an eine Kette oder ans Armband. Ich glaube, dafür sind sie ein bisschen zu groß, aber ihr werdet bestimmt eine Möglichkeit finden, wo man so einen süßen kleinen Regenbogen dran machen kann. Ich finde, die sehen richtig süß aus. Was sagt ihr dazu? Vielleicht habt ihr Lust, die nachzubasteln für eure beste Freundin. Wenn ihr zwei beste Freundinnen habt, kann man den natürlich auch in drei Teile teilen. Dann hat jede so einen Streifen und alle drei Streifen zusammen ergeben den kompletten Regenbogen. Ja, wenn ihr Lust habt, das Ganze nachzumachen, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Hoffentlich haben euch die Ideen gefallen und ihr wollt vielleicht was nachmachen. Eva? Yeah! Zum Beispiel unsere süßen neuen Ketten. Also, gerne in die Kommentare schreiben, was gefällt euch besonders gut. Ist es Hashtag Team Eva oder Hashtag Team Kati? Oder hier oben auf das kleine i klicken, da kommt die Abstimmung runter und ihr könnt auch da abstimmen. Auch für Hashtag Team Beide, wenn euch beides gefallen hat. Und wir freuen uns natürlich immer über neue Vorschläge für die nächsten Challenges. Also gerne auch unten in die Kommentare schreiben. Genau, aber diese Woche wird nicht in der App abgestimmt. Wir haben nämlich nächste Woche eine große Überraschung für euch am Sonntag. Also ein Jubiläum. Genau. Also nächste Woche Sonntag auf jeden Fall. Bei der Sonntag-Challenge. Genau, in die Sonntag-Challenge reingucken. Vorher kommen natürlich auch noch ein paar coole Videos für euch. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Und bis dann. Bis dann. Tschüss.